Ich habe mich gerade aus dem gemutet. Sorry dafür. Lol. Komm, das, die Musik ist zu laut. Mal auf 5%. So. Wir waren, glaube ich, hier bei Beruga stehen geblieben. Und waren eben gestorben oder so. So. So, dann wollen wir mal Beruga. Irgendwie, warum schafft man diesmal? Huch, da steht der wer. Psst, Sato. Sato. Oh, Sato, Shisenpai. Wer da? Toll gemacht, Sato, Shisenpai. Ich muss überhaupt nicht in Sato, Shisenpai auf einmal. Ah, ein paar Eindringlinge. Nein, der kam nur zufällig. Und ich habe mich gefragt, wer die zwei Holzfälle auf dem Gewissen hat. Es hat irgendwie jetzt schon ein bisschen Legend auf scheiß Mentos-Niveau, oder? Oh, bevor mir irgendwie Ärger macht, erledige ich euch am besten gleich. Ach ja, ich heiße Beruga, damit die Bedauernswerten wenigstens meinen Namen vor eurem Tod wisst. Okay, naja, was erstmal machen, Donnerwelle. Okay, das ging schief. Zum Glück sind wir noch mal dran, bevor er irgendwie irgendwas machen kann. Eigentlich schon. Oh Mann. Warum nicht kontert er nicht? Na, wir machen gar keinen Schaden, aber er kriegt wenigstens P. Oh Mann. So, jetzt aber bitte Donnerwelle. Geht doch. So, jetzt kann er uns wenigstens keine Debuffs mehr verpassen. Elemente-Trank. Oh, hat sogar geklappt. Sehr gut. So, du kann man verteidigen. Du verteidigst dich einfach, weil Baum. Baby Burner, weil das zweimal angreift. Hinten Knock. So, du machst Donnerpilz, weil das schön Schaden macht. Du machst. Muss ja geheilt werden? Nö. Du verteidigst dich einfach. Donnerblitz. Jetzt ist der Kampf schon wesentlich einfacher. Das ist aber echt ein bisschen sehr laut hier gerade. Bei mir. Ich bin froh, dass ich Donnerblitz gezogen habe, ey. Gezogen, ich sag schon wie Final Fantasy 8, ey. Geklaut habe oder wie auch immer bekommen habe. Also. Paralyse ist weg. Mal sehen, was er jetzt macht. Ich muss ja auch irgendwie eine Chance geben, zu werden, ne? So, du verteidigst. Gut, dass der Kampf gerade nicht so schwer ist. Ach nee, der Elemente-Trank, das geht ja noch. Das ist ja nur ein bisschen Schaden, das war's auch schon. Ja, dann machen wir einen Donnerschock, MP sparen und tschüss. Aber warum habe ich letztes Mal so an dem gehangen? Papa! 3835 EP, 4 AP, 575 Gold. Stärkecreme. Das gibt's doch nicht. Tja, das ist unterschätzt, Beruga. Sternchen, stillen Sternchen. Oh, ja. Glaubt ja nicht, dass ich so einfach sterbe. Wir sehen uns wieder. Phew, der Typ war ganz schön stark. Das kannst du laut sagen. Vielleicht sollten wir nachsehen, wie es den Bewohnern geht. Für das Abschließen dieses Dungeons erhaltet die 10.106 EP. Satoshi ist nur Level 8. Nitin ist nur Level 8. Yay, Level Up. Ach, Schnitter, ich hab ja die Argumente gehabt, um den Tint, weil ich ja übelst gescheatet. Das Blöde ist, es waren ja trotzdem immer noch Gegner. Immer noch die Waldgegner. Phew. Also, er hat Puh eigentlich gesagt. Ich weiß nicht, warum ich Phew geschrieben habe. Oder Phew geschrieben habe. Ich danke euch für meine Rettung. Wir geben uns jetzt übrigens Items. Wieso die Zahl? Das hat die Begründung, weil das alle Gegner EPs zusammengerechnet sind. Auch von Beruga. Das heißt, die Holzfäller zum Beispiel und auch noch die anderen Gegner aus dem Wald plus Beruga sind das alle Gegner, halt einfach alle Gegner EP. Und das passt sich auch an den Schwierigkeitsgrad an übrigens. Eben auf einen anderen Schwierigkeitsgrad Beruga besiegt, hätten wir mehr Erfahrungspunkte im Nachhinein noch bekommen. Vielen Dank, dass ihr uns gerettet habt. Also irgendeiner gibt uns ja noch Items, ich weiß gerade nicht mehr wo. Blöh.
Weil damit wollte ich eigentlich auch noch so ein bisschen mehr EP geben, weil aus dem Grunde, weil die EP ja sowieso, du siehst ja 22.000, 46.000, 46.000, es dauert, bis die mal aufleveln. Also wie gesagt, das Spiel sollte eigentlich normalerweise also ganz, ganz viel länger dauern und du legst erstmal das Armband ab. Hat das irgendeiner noch nicht gelernt, den Kram, oder? Nee, du hast das gelernt. Du hast das gelernt. Du hast das noch nicht gelernt. Dann lernen wir es ja.